freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir machen heute etwas zusammen aus Griechenland, und zwar sogenannte Biftekis. Biftekis sind eigentlich nicht viel anders als unsere Hamburger, die wir kennen. Sie sind vielleicht ein bisschen aromatischer, weil es noch ein bisschen mehr Kräutchen drin hat. Und sie haben vor allem ein Herz aus Feta. Also eigentlich ganz eine einfache Sache zum Zubereiten. Ich zeige euch aber ein paar Tipps und Tricks, wie als Biftekis schön saftig werden, wie als der Feta in der Mitte bleibt. Also Biftekis sollen kompakt bleiben. Und natürlich wollen wir ganz zartes Fleisch. Das und viel mehr gibt es jetzt für euch. Wie immer findet ihr die genauen Mengenangaben unter dem Video oder ganz am Schluss des Clips. Als erstes tue ich rote Zwiebeln ganz fein hacken und sie dann in ein bisschen Olivenöl anverdünsten, den Knoblauch dazu pressen, mitdünsten, bis die Zwiebelstücke glasig sind und dann auf die Seite stellen. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Trick. Und zwar tun wir das Paniermehl mit etwas Wasser vermischen, damit sich das vollsaugen kann, damit es eben nicht zu trocken ist, sondern hilft, dass das Patty besser zusammenhält. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz Wichtigem, zu den frischen Kräutern. Wir brauchen unbedingt frische Peterli, den fein hacken. Sehr wichtig finde ich auch ein bisschen Münze, das gibt dem Ganzen Frische. Die Münze hier sieht schon ein bisschen traurig aus, das macht aber gar nichts, es kommt ja nur auf den Geschmack drauf an. Und das schmeckt frische Thymian, darf natürlich auch nicht fehlen. Den muss ich nicht einmal hacken, da kann ich einfach die ganzen Blätter reingeben. Der Feta tue ich persönlich immer zerbröseln. Wir könnten ihn auch ganz rein tun, aber so lässt er sich etwas besser formen. Er tut auch etwas schneller schmelzen. Ich kann es so von der Konsistenz her einfach lieber. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, zum Hackfleisch. Hackfleisch vom Rind nehme ich, immer Bio oder IP Suisse. Gebe das in eine grosse Schüssel und jetzt kommen alle anderen Zutaten dazu. Und jetzt, Leute, ist es wie bei einem guten Teig. Das Ganze muss richtig intensiv geknetet werden. Ich schaue immer auf die Uhr und mache das 5 Minuten lang. Ihr seht, es hat so Klümpchen drin vom Paniermehl. Das ist ganz normal. Wenn ich die sehe, dann tue ich sie ein bisschen zerkleinern. Und während dem Prozess des Kneten spürt und sieht man richtig, wie sich das Fleisch verändert. Es wird ganz zart, es wird ganz fein, es bekommt eine andere Konsistenz. Und nach diesen 5 Minuten ist das Fleisch bereit zum Formen. Ich nehme immer 150 Gramm von der Mischung, tue sie richtig gut zusammenpressen, tue eine Mulde formen, den Feta rein. Ihr seht, jetzt kann man das wunderbar so verschließen. Noch einmal gut alles anpressen, damit der Käse wirklich drinnen bleibt. Die Patties formen und ganz wichtig, bevor die Patties auf den Grill kommen, die sie unbedingt mit Olivenöl bestreichen, damit sie nicht bleiben kleben. Ich habe einen Kugelgrill daheim und da habe ich bei geschlossenem Deckel auf fast die höchste Stufe vorgeheizt, also etwa 320 bis 330 Grad. Die Patties werden jetzt pro Seite bei geschlossenem Deckel etwa 5 Minuten grilliert. Ich sage euch, das schmeckt. Und jetzt kommt noch der letzte Tipp. Wenn ihr die Patties vom Grill nehmt, lasst sie etwa 5 Minuten stehen. Das ist wichtig, damit sich der Fleischsaft setzen kann. Und wenn ihr sie dann aufschneidet, schaut mal, wie das aussieht. Ich wünsche euch einen guten Appetit.